Also wir vom SC Spelle-Fenaus sind froh, dass Ingo Anderbrück mit seiner Fußballfabrik nach Spelle gekommen ist, dass wir das kurzfristig in den Herbstferien realisieren konnten. Und wie man sehen kann, sind ja auch, ich glaube, 43 begeisterte Kinder bei dem doch noch guten Wetter mit Herz und Seele dabei. Ingo, was hast du für einen Eindruck? Ja, zunächst einmal freut es mich, dass wir zur späten Jahreszeit nochmal hier aufschlagen dürfen. Und wie in den letzten Jahren zuvor, Vereine haben immer ein bisschen Sorge in den Herbstferien, aber wie in den letzten Jahren zuvor ist doch im Herbst perfektes Fußballwetter. Trocken, heute geht es noch fast an 20 Grad. Insofern spielt das Wetter mit und wir sind immer begeistert, wenn Vereine uns rufen. Und wenn Vereine feststellen, nach dem ersten Tag, dass es bei uns um Fußball geht. Wir haben den Slogan und das Motto Ausbildung im Fußball und das nehme ich sehr ernst. Bei mir dürfen nur qualifizierte Trainer mitmachen, die einen fußballerischen Hintergrund haben, studieren, Lizenzen erwerben und müssen zu internen Schulungen, die ich durchführe, alle 3 Monate, um vor Ort wirklich dem Kind ein tolles Fußballcamp zu bieten, mit viel Spaß und Freude, das setzt das Hobby Fußball voraus, aber auch mit fußballerischen Inhalten, wie es in den Lehrproben der DFB-Lehrgänge auch vermittelt wird, altersgerecht natürlich. Ich freue mich ganz besonders, Ansgar, dass du über meine Trainings-DVDs auf mich gekommen bist. Ich meine, als Gladbach-Fan verstehe ich das. Die Schalker erkennen mich schon mal ein bisschen schneller. Aber umso schöner ist es, dass wir uns vertragen. Übrigens, als Kind war ich auch Gladbach-Fan. Ja, habe ich gelesen. Fand ich auch sehr gut. Ich habe ja auch schon, wenn ich das so sagen darf, ein paar Camps in der Spelle geholt, ob Körpertraining, ob andere Trainings da waren. Vom Gefühl her muss ich sagen, die Kinder, und das ist eigentlich das Feedback, was mich am meisten immer mitberührt, die Kinder kommen an und sagen abends, ich bin so kaputt, Papa, ich bin so müde, das kenne ich eigentlich nicht, aber es war dann so geil, kommt dann im zweiten Satz. Und das ist eigentlich das, wo ich glaube, dass sich vielleicht euer Camp auch von vielen anderen unterscheidet. Die Kinder wären, Ausbildung im Fußball ist nicht nur ein Spruch, den ihr habt, sondern ich glaube, ihr lebt Ausbildung im Fußball. Und wenn die Kinder nach 3 Tagen so viele Trainingseinheiten und so viele Wiederholungszahlen haben, dass sie wirklich was mitnehmen, und das ist eigentlich das, was ich immer möchte, die Fußballer ein Stück weiterbringen. Zumindest ist das immer ein Ziel, wo man dann auch die Unterstützung leisten kann. Finde ich das persönlich sehr gut und ich glaube auch, dass es bei den Kindern so ankommt. Mittwoch war ein bisschen Regen, Kinder waren ein bisschen leicht angezogen. Wir hatten Donnerstagmorgen am Anfang das Gefühl, dass die Kinder vielleicht ein, zwei sagten, ich bin erkältet oder krank. Aber im Gegenteil, es waren alle da und der Mittwoch noch krankheitsbedingt gefehlt hat, war Donnerstag da. Und das ist ja eigentlich auch, ich sag mal, vom Feedback her was Besseres gibt es ja eigentlich gar nicht für euch, oder? Ja, natürlich. Das ist das beste Zeichen, wenn Kinder sagen, Mama, Papa, da war viel Fußball drin. Ja. Es geht mir nicht zwingend darum, Kinder kaputt zu machen. Dafür gibt es dann auch andere Übungen oder auch andere Sportarten, die das hinkriegen. Aber der Tag ist schon sehr intensiv. Das fängt morgens um 10 Uhr an. Wir haben 2x2 Stunden Training, haben mittags den Wettbewerb. Aber wie du es auch richtig erkannt hast, wir wollen ausbilden. Jede gute Trainingseinheit hilft einem Kind, sich zu entwickeln. Da geht es auch gar nicht um Leistungsfußball, sondern es geht um das Thema Fußball. Und wenn Kinder sich in einem Fußballverein anmelden, hat der kleine Verein halt oft Trainer, die so gestresst von ihrem Job kommen, vielleicht auch die ein oder andere Lizenz haben, sich nicht wirklich vorbereiten können oder auch gute Trainer sind, die viel Inhalt haben. Aber wir möchten ergänzend sein. Alles hilft. Wir wollen dem Verein nicht sagen, dass wir das besser können, sondern es soll ergänzend sein, um Kindern regelmäßig eine Ausbildung zu geben. Ihr habt hier 5, 6 tolle Plätze. Wenn wir nicht hier wären, wäre jetzt niemand auf dem Platz. Also eigentlich müsste man jeden Tag Fußball anbieten können bei so einer tollen Anlage. Und über andere Fußballschulen möchte ich eigentlich auch gar kein Wort verlieren, weil jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder macht das gewissenhaft, jeder macht es auch für Kinder, die dann auch draußen sind. Und meine Philosophie ist, es heißt Fußballschule und ich möchte auch Fußballschulen. Und das geht nur mit qualifizierten Trainern. Finde ich gut, wir können ja gleich nochmal zum Abschluss einmal ein paar Kinder fragen, ob die tatsächlich das auch so erleben, wie wir das Gefühl haben, dass sie es erleben. Und dann glaube ich, dass es eine gelungene Veranstaltung ist. Und wenn es nach mir geht, können wir es immer gerne wiederholen. Weil ich sehe ja, dass die Kinder mit Begeisterung dabei sind. Und dann müssen wir mal gucken, wie man das in der nächsten Zeit nochmal realisieren kann. Und vielleicht hier nochmal wieder entspannen. Wunderbar, vielen Dank. Freut mich sehr. Thank you.
komm, hopp, 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 hopp. Oh, Mathis, guten Morgen. Blau, weiß und rot. Bin aufgewacht. Ja, genau. Hallo, guck mal, wo du liegst. Hallo, ich bin Sammy Schmaler. Ich bin hier der Campleiter der Fußballfabrik beim SC Spelle. Wir haben hier 4 Jugendgruppen von der Altersgruppe 5 bis 15 Jahre, Jungen und Mädchen. Das ist das Basiscamp. Wir machen hier Fußball. Wir finden Fußball nicht neu, aber wir haben mal 3-4 Schwerpunkte, die wir hier im Training setzen. Das sind Passen, Dribbeln, Torschuss und natürlich Spielen und in vielen Spielformen halt viel Spaß zu ermitteln, damit das hier den Kindern nicht nur Spaß macht, sondern wir heißen Fußballschule. Die Kinder sollen was lernen, was sie am Fußballfeld gebrauchen können. Die Fußballfabrik hat 3 Ausbildungsstufen. Wir sind hier in einem sogenannten Basiscamp, wo wir altersgerecht Fußball vermitteln. Das heißt, die Kleinen zwischen 5 und 6 machen natürlich etwas andere Inhalte als die Älteren. Grundsätzlich ist es so, dass wir in jedem Basiscamp die, die schon ein bisschen weiter sind, fußballerisch wieder einladen in ein sogenanntes Bestencamp. Das Bestencamp ist ein Übernachtungscamp. Da ist die Altersgruppe zwischen 8 und 15 Jahre, junge Mädchen an verschiedenen Standorten in Deutschland. Kommen dort Kinder zusammen, die wir 3 Tage auch in 6 Trainingseinheiten coachen und trainieren. Und aus allen besten Camps, wir machen so etwa 10-12 besten Camps im Jahr, suchen wir die besten Kinder. Das sind so etwa 50-60 Kinder, die wir dann in ein sogenanntes Elite-Camp einladen. Elite-Camp gibt bei uns 3 Sterne auf der Brust und geht dann schon über 5 Tage, wo es dann rund um die Uhr um Fußball geht. Und die Kids, die da hinkommen, wollen leistungsorientiert Fußball spielen und wir geben denen eine Chance dazu, sich weiter zu verbessern. Also mir gefällt es sehr gut. Und wie ist das so? Erzähl mal. So dein also Eindruck. Hier können wir sehr viel lernen. Es macht mir sehr viel Spaß. Also auch die Gruppe. Ich bin leider nicht mit meinen Mannschaftskameraden im Camp. Also die sind in einer anderen Gruppe außer 2. Ja. Aber das ist anstrengend, ne? Ich sehe, du schwitzt ja. Schon überall, ja? Werdet ihr richtig gefordert? Ja. Und würdest du noch mal wieder hier hinkommen zu diesem Camp oder lieber hier ein anderes? Nein, lieber hier. Würdest du sofort wieder hier hinkommen? Ja. Ja, klasse. Dann gehen wir wieder zu deiner Mannschaft. Ja. Ciao. Ich habe einige gesehen, schießt erst wieder nach drin, drehen sich erst und müssen rollen mit ihrem starken Fuß. Und in dem Alter trainier den linken Fuß. Und dann gehen wir bis zum gelben Deckel, Grundlinie. Ja? Auch wenn der Pass nicht so weit kommt, dann nehme ich ihn mit. Wenn er weiterkommt, und dann gibt es einen flachen Rückpass. Und du würdest, Adrian, um den zweiten Pfosten laufen, diese 3 roten Deckel, weil dann der Rückpass kommt. Ja, verstanden? Wir versuchen mal. Spiel mal zurück. Bitte? Du musst ihn dort. Du dribbelst nach innen, spielst den Ball mit dem linken Fuß raus. Je nachdem, wo er landet, nimmst du ihn mit über außen. Rückpass flach. Ja, und du läufst hier am zweiten Pfosten. Und holst dann nachher den Ball und dann rücken wir einen auf. Versuch's mal langsam. Auf. Nach innen gehen, hopp, schnell Tempo hinterlaufen. Pass links. Und mit Grundlinie bis zur Grundlinie. Tiefer und schneller Rückpass. Gut. Und schneller wechseln. Und dann gib mir mal den Ball. Jetzt gibst du den Ball nach innen, spiel mich mal hier an. Und hier seid ihr gemütlich. Oh, gemütlich. Nein, höchstes Tempo. Hopp. Und dann kommt der Rückpass. Ja, auf außen nicht langsamer werden. Tempo, Ball mitnehmen, Rückpass. Ja, komm, dann mache ich einmal einen kleinen Schritt zurück. Wir machen es nicht so spannend wie vorhin. Und wir laufen mal auf der Stelle. Jetzt sind wir gut warm. Oberschenkel hoch. Jawohl, klasse. Und Anfersen haben wir vorhin auch gemacht. Jawohl, oben auf der Stelle. Und wir klatschen aber. Und wir haben mal hinten ran. Oh, kriegen wir auch noch hinten. Mein lieber Schuss. Okay, auf der Stelle nochmal. Beine auseinander. Oh, schön locker.
Und jetzt gleich zum Ball. Wir tippeln den Ball mit den Zehenspitzen. Als wäre es ein rohes Ei. Ein rohes Ei. Vorsicht. Vorsicht. Macht das Ei nicht kaputt. Okay, und wir bleiben breitbeinig stehen. Schlachtruf. Das muss beim ersten Mal lautstark klappen, damit sein Lautsprecher kaputt geht. Weil dann sagt der Ingo war klasse. Ja? Drei Serien, zwei Schläge. Drei Serien, zwei Schläge. Auf drei, zwei, eins. Mein lieber Scholli! An ihm vorbei, Tempo! Tempo, 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 alle anderen hinterher! Komm, auf geht's! Na, an ihm vorbei!